Die folgende Sendung wird euch präsentiert von Schönen guten Tag, es ist wieder Messezeit. Heute bin ich auf der Comic-Con in Stuttgart. Ich bin sehr gespannt, was mich hier alles erwartet. Darf ich mal fragen, wer du bist? Ich bin Harley Quinn. Wer sonst? Suicide Squad. Genau. Ah, sehr gut. Und was machst du im echten Leben? Leute erschlagen, Läden rausrauben, Unfälle bauen mit Autos, noch mehr Leute umbringen. Das ist, was man halt so macht heutzutage. Und wo kommst du wirklich her? Aus Gotham. Okay. Und du hast nichts gelernt in der Hinsicht? Nö, natürlich nicht. Braucht man nicht. Bist du alleine hier? Na, natürlich mit meinem Pudding-Joker. Also bitte. Und mit meiner Mama. Ah, okay. Wo sind die denn? Die sind draußen. Ah. Verstecken sich ganz geil. Nee, das ist nicht meine Mama. Ah, okay. Ich hätte mich auch gewundert, wenn Slumdog Millionär ein Comic wäre. Sag mir ganz kurz, woher ihr kommt und was ihr für eine Figur seid. Wir sind gar keine Figur. Also wir sind im Bereich Steampunk. Das ist alles eher so Fantasy. Können wir uns ausleben, wie wir möchten. Viktorianisches Zeitalter mit Organen. Bei mir in dem Fall. Sehe ich es ja erst. Das ist ja der Wahnsinn. Mein Gehirn ist ausgelagert. Ach ja, das kennt man ja bei vielen Frauen so, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, er hat es halt auch ausgelagert. Ja. Aber sehr gut. Humor wird auch hier auf der Comic-Con groß geschrieben. Auf jeden Fall. Was bist du? Auch dasselbe, ne? Ja, auch Steampunk-Richtung, genau, angelehnt an die Romane von Jules Verne, Rauchender Hut. Jetzt sehe ich es gerade. Ich dachte, Der qualmt aber ganz schön der Kopf. Wo muss ich unbedingt mal hin? Da hinten sind Toiletten, die sind sehr schön. Davor gibt es auch was zu essen. In die Richtung ist ein süßer kleiner Park mit Wasserfall, da gibt es aber auch Toiletten, also falls es mal dringend ist, ne? Was zu essen, ich glaube, das ist der richtige Punkt. Sehr gut. Wunderbar. Dankeschön. Ich hab zu danken. Ja, viel Spaß noch. Ciao, tschüss. Hallo. Ist denn nur was bei der Blondierung schiefgegangen oder bist du eine Comicfigur? Nein, so läuf ich normal rum. Ah ja, gibt es einen bestimmten Comic oder irgendwas, was du darstellst? Nein, ich bin hier normal. Achso, ja, ganz normal. Ja, da muss auch mal normale Leute hier geben. Und du bist? Sailor Mars. Sailor Mars. Sailor Mars. Ah ja, ich kenne Sailor Moon, kannte ich noch, aber Sailor Mars. Gibt es auch noch Sailor Saturn und Sailor Venus? Ja, nur leider nicht bei mir. Ah, verstehe, sehr gut. Darf ich Foto machen mit Ihnen? Ja, Macke. Seid ihr ohne Männer hier? Irgendwie ist das nicht bocken. Wollt ihr nicht einen Jungen kennen? Ach so. Hallo, stand der zufällig gerade hier oder gehörst du wirklich dazu? Ich gehöre wirklich dazu. Ah ja. Aber zu dir? Ja. Oder ist er für alle da? Ich bin für alle da zum Liebhaben. Das ist schön, dass du da am lautesten drüber lachen kannst. Ja, sehr gut. Ghost oder Sister Act? Sister Act. Ja, okay, alles klar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wusste auch nicht, dass das ein Comic ist. Ja, bitte. Oliver Pocher Cosplayer oder bist du wirklich Oliver Pocher? Ich bin ein Oliver Pocher Cosplayer. Ich würde ja niemals als Oliver Pocher hier hingehen. Wahnsinn, total gut. Ja, ich bin. Echt, schaut voll authentisch aus. Ja, ich weiß es. Total. Ja. Wahnsinn, der Bart ist ja angeklebt, ja, ne? Das ist natürlich gemacht. Das wächst ja nicht einfach so. Dankeschön. So ein nettes Mädchen mit einem Baseballschläger trifft man ja selten in Westdeutschland. Ja, das ist halt so. Sehr gut. Viel Spaß noch. Das hat Timer drin. Das merke ich schon. Findest du, dass ein Timer ein bisschen lang eingestellt ist? 5 Sekunden. Das sollte man sich auf jeden Fall immer nehmen. Was bist du denn für eine Figur? Eine Katze. Eine Katze. Cats, also Musical ist auch hier angesagt. Oder gibt's das? Oder ist das irgendein Comic? Ich bin einfach eine Katze. Ja. Eine Katze halt. Eigentlich habe ich noch ein Schwert, aber das ist daheim. Ich habe noch keine Katze mit einem Schwert, ehrlich gesagt. Ich bin eine Kämpferkatze eigentlich. Ach so, eine Kampfkatze. Ja. Aber Schwerter darf man hier leider nicht mitnehmen. Ach, wie doof eigentlich, ne? Ja. Das ist doof eigentlich, keine Schwerter und sowas halt. Na gut, dann alles Gute, Muschi-Girl. Danke. Ja, bis denn. Ganz schmaler Grat zwischen Venus und Comic-Con, wenn ich das mal so sagen darf, oder? Servus. Hallo. Hallo, Mahlzeit. Hallo. Servus. Gehört ihr alle zusammen? Ja. Ist das Batman oder habe ich jetzt was falsch gesehen? Das ist der Black Panther. Was? Der Black Panther. Ich verstehe dich so schlecht. Was bitte? Das ist der Black Panther.
Ja. Der. Der Black Panther. Du brauchst nicht so schreien. Sorry, ich hab's verstanden. Mein Gott, ey. Das ist eine Aggression hier bei den Leuten. Das ist ja super. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ihr seid aber noch die Original-Ghostbusters, ne? Ja, wir haben aber trotzdem jetzt auch Frauen geholt. Ja. Weil in der Küche ist halt immer viel Dreck, ne? Ihr! Ich bin also das Ghostbusters Deutschland und ich bin Ghostbusters Holland, ne? So, ja klar, alles klar. Und wir haben vor kurzem Rudi Carrell versucht wieder einzufangen. Sehr gut. Und ihr seid... Ihr, Ghostbusters Comedy-Truppe, immer sehr wichtig hier irgendwie. Ja, dann, ihr seid jetzt zusammen oder nur zusammen hier? Wir sind zusammen hier. Alles klar. Nach dem chauvinistischen Spruch, von dem ich mich deutlich distanzieren möchte. Ich gehe halt öfters an meinen Schlauch hier, aber das ist halt... Jetzt ist auch langsam der Zeitpunkt, wo ich sage, ich persönlich muss mich davon deutlich distanzieren, ja. Von jeder Form von diesem Macho-Getue. Ich bin Peter Venkman. Ich kann... Jetzt ist wirklich, irgendwann ist das Maß voll. Ja, ja. Sehr gut. Ganz kurz, was bist du denn? Bist du Isis Girl? Nein. Man muss ja mal fragen können. Ja? Okay, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das ja ein Comic, den ich verpasst habe. Das ist gut, dass du drüber lachen kannst, das gefällt mir. Ja, soll ich heulen, wenn ich das weiß? Nein, natürlich nicht, also. Natürlich nicht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, ne? Danke. Ciao, tschüss. Das sind doch die Szenen, die wir sehen wollen. Servus. Hallo, Navind. Habt ihr euch jetzt gerade hier kennengelernt, oder? Ja, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ja, sehr gut, das freut. Tinder. Ja, Kindertinder sozusagen. Ja. Kindertinder. Guck mal, sag mal hallo, Kimi. Hallo. Hallo. Als was bist du denn verkleidet? Als Ray von Star Wars. Er ist auch von Star Wars. Ah. Schau mal zu ihm. Sehr gut. Schöne Aufnahmen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut. Und wo ist die Mama? Zu Hause? Ja klar, eine muss ja zu Hause bleiben und einen Job haben höchstwahrscheinlich. Genau. Sehr gut. Wo kommt ihr her? Aus Heilbronn. Ah ja, das ist ja hier um die Ecke sozusagen. Um die Ecke, ja. Ja. Hast du auch schon Star Wars gesehen? Hm? Nope. Nope. Doch, du hast schon Star Wars gesehen. Ah, ja. Clone Wars hast du gesehen. Ja, das ist ja auch ein Kinderfilm, wie hinten der ganze Planet explodiert und alle tot sind, ne? Ja, so ungefähr. Ja. Gut, alles klar. Den Teil kann man ja dann später mal erklären. Ist das nicht eigentlich ein Mann? Ja, aber ich habe leider keine Statur für einen Mann, deswegen muss was Engeres her. Ein Satz, den viele verheiratete Männer öfter mal nach 10 Jahren Ehe von sich geben. Ah, ich verstehe. Servus! Geil, Thomas Gottschalk! Natürlich, sehr gut. Hallo! Hey, Herr Pocher, schönen guten Tag. Servus, Navind. Irgendwie schön, dass ihr hier seid. Ja, Ghostbusters, sehr gut. Habt ihr auch Mädels dabei? Ja, natürlich. Unsere Jüngste, wo ist sie denn gerade? Da! Ach, hier! Das ist aber die ganz junge Version von Ghostbusters, ne? Ja. Aber ich fand diesen Game of Thrones Part, wo du tendenziell nackt bist, der gefällt mir persönlich viel besser. Ja, aber das ist für Convention ein bisschen schwer. Sind die Richtlinien nicht so ganz dabei? Ich habe einfach. Außerdem müsste sonst im Hintergrund alles brennen. Ich habe ein Feuerzeug dabei. Ich kann die Halle anzünden, wenn es danach geht. Ja, glaubt, das finden die Hallen, also die Messe nicht so ganz gut. Gut, alles klar, überredet. Gehst du noch zur Schule? Ja. Welche Klasse? 10. Was willst du mal nach der Schule machen? Polizistin. Eventuell, ja. Das soll ja sehr viel Spaß gerade rund um den G20-Gipfel machen. Ja. Geht's wegen der Party oder jetzt auch, um einfach auch auf Leute schießen zu können? Um auf Leute schießen zu können. Nein, Spaß. Das ist wenigstens eine ehrliche, sympathische Aussage, mit der ich leben kann. Ja, dann viel Spaß. Dankeschön. Frau Polizistin. Ja, mit Ihnen. Oh, hier bin ich gesiezt. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut hier. Hier werden noch Höflichkeitsformeln groß geschrieben. Sehr gut. Nabend. Nabend. Hallo. Ja, ich will Namens, ja, ich komme her. Das ist, Ausrüstung ist gar nicht, oder bist du hier nur der Hausmeister? Ich bin nur der Hausmeister hier, also, so, und vertreibe die, hier die ganzen Packs und Hardermeyer, so wollen wir alles hier nicht haben. Die ganzen Schwanzlosen. Ja, das ist die Wahrheit. Dieser Mann da hat keinen Schwanz. Kommst du aus der Schweiz? Nee, Luxemburg. Ah, sehr gut. Da ist,
Ja, da gibt es ja auch eigentlich fast nur Geister, wenn man das mal auf den Punkt bringt. Auf jeden Fall. Also bei uns brennt die Bude ab. Also heute haben wir gesagt, ja, so, wir kommen mal her. Der Rest vom Team bleibt unten. Aber ich muss hier auch ein bisschen vielleicht helfen und gucken. Was machst du in Luxemburg so im wahren Leben? Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ah ja, also so Auf- und Abbau und ja, alles. Und Lichtshow betreuen und... Da ist, wie viele Shows gibt es da so in Luxemburg im Jahr? Zwei, drei? Wenn es hochkommt, eine. Also Erntedankfest, dann, wenn die Cousinen heiraten, muss ja auch einer Licht, ja, muss man ja Licht machen. Genau. Muss ja einer auch aufbauen. Richtig. Luxemburg, ich liebe es. Ja, sehr gut. Dann, und das Ganze natürlich steuerfrei. Ja, na, selbstverständlich. Ja, natürlich. Da wünsche ich euch noch viel Spaß. Ebenso. Ja, sehr gut. Bitteschön. Ciao. Hallo. Ich würde eigentlich nur wissen, ob sie wirklich so schlecht riecht oder welche Figur das ist. Nee, habe ich mir so gekauft für Software spielen. Ah. Wer bist du? Ich bin die Unity oder die An. Also mein Cosplay ist Unity. Unity? Ja. Unity. Von wem? Rick and Morty. Ah, Rick and Morty. Ist das nicht diese Sitcom mit der Dicken? Nee, das nicht, nein. Naja, aber gut. Animationsserie. Ah, ja, jetzt kommt's langsam. Ja, mit Gargamel und den ganzen anderen und... Ja, genau, diese Serie. Ja, jetzt die Animationsserie habe ich, Dings. Hallo. Ich will ein Selfie mit dir machen. Sag mir ganz kurz, welche Figur ist das? Poison Ivy. Poison Ivy. Da kennst du mich nicht. Doch, hilf mir ganz kurz, welcher Comic ist das denn? Batman. Batman. Batman ist es. Aber das ist irgend so eine Porno-Variante, die du hier machst, oder nicht? Das habe ich das. Ja, Batman, B-E-T-T. Batman. Nein. Wo war denn Poison Ivy? Poison welchen? Ivy hat mehrere Versionen. Also man kann sie auch frei interpretieren oder man nimmt das Kostüm aus der Serie von den 90ern, wie man will. Ich kann, an die Poison Ivy erinnere ich mich nicht, aber ich mache sehr gerne ein Foto mit dir. Ja. Warte, ich mache... Kannst auch hier, guck mal, auf diese Buttons hier drücken, ja, wenn es angenehmer ist. Ah, das ist auf... iPhone-Kenner und so. Natürlich, also auf welche Buttons ich drücke, damit es angenehmer ist, das... warte. Nee, warte, muss man so ein Gesicht machen? Warte. Ja, Duckface. Oh, nee. Servus. Hallo. Na? Alles gut. Alles wunderbar. Welcher Comic ist das denn? Barbie. Oh, das ist Barbie. Das ist aber die Urlaubs-Barbie, oder? Welcher Comic ist das denn? Das ist Kaufhaus-Cop-Comic. Ich wusste gar nicht, dass Kaufhaus-Cop ein Comic ist. Ja, aber so ein tolles Segway kann ich ja gar nicht fahren. Aber er hat ja... Hör ich Angst aus der Stimme? Ja, die fahren ja hier enorm schnell. Die sind ja locker, bist du da ja mit 10 km/h hier unterwegs. Sogar mit 20. Nein, hör mir auf. Ich weiß nicht, welcher Film, außer Kaufhaus Kopf fällt mir kein Film ein, wo man den fährt. Mir auch nicht. Ja. Aber du kannst ja Hauptrolle in einem Film spielen und dann Segway fahren. Segway Man könnte das ja sein. Servus. Na, Wind, das ist hier mal endlich mal ein Stand für Kinder und für die ganze Familie. Aber so richtig, hier kann jeder ständig auch Fotos machen mit den Helmen auf, gerade die Kinder. Wir haben bestimmt schon 5 Trillionen Fotos gemacht. Da gehe ich schwer von aus. Sind das echte Waffen? Also die ist zwar gefährlich, aber keine echte Waffe. Was heißt gefährlich? Soll ich sie vorführen? Also hier deine Kollegin hat sich schon erschreckt kurz. Ja, ist aber jetzt auch mal gut hier langsam. Erklärt aber auch Teile der Frisur, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wunderhübsch. Bart kriegst du anders nicht hin, ne? Das ist auf jeden Fall wahr. Dass sie einen Kurzschluss hat, das hast du wohl gehört. Ja, klar. Ich will ja nichts sagen, aber im Film spielt die nicht mit Lego. Aber ich? Gut, alles klar. Gut, ich hab's nur einfach mal nur erwähnt. Hallo. Ich wollte nur kurz wissen, wer du bist. OT oder IT? Welcher Film ist das? Ich bin die Mera. Ich bin die Königin von Atlantis. Ich bin die Freundin vom Aquaman. Von dem hast du es schon mal gehört. Der sieht auch ein bisschen aus wie du. Ja, der hat bei uns den Pool gemacht jetzt neulich. Aber
So eine Unverschämtheit. Das geht natürlich nicht. Der Aquaman. Oder nee, der hat das Wasser gebracht und die Pfandflaschen abgeholt. Das ist der Aquaman. Dö-düm. Sehr gut. Atlantis, welcher ist das? DC. Ah, in Washington. Jetzt okay, alles klar. Jetzt komme ich drauf. Ja, dann viel Spaß. Ich will euch nicht unterstützen. Don't want to disturb you. Ja, das ist ja, wer ist er genau? Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Ich weiß es nicht. Ach so, ja. Freut sich ja einfach. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Einfach Asiaten fotografieren ja gerne, also. Also sowas. Ja. Also sowas. Also viel Spaß noch, ne? Ja, danke. Tschüss. Alles Gute. Habt ihr heute geheiratet oder? Nee. Ach so. Ehe für alle. So, das war's von der Comic-Con in Stuttgart. Wie immer sehr interessante Menschen und ich gehe wieder zurück ins Mickey-Maus-Wunderhaus.